willkommen zum ersten Infovideo für das NHR Battle 2020. Das ist, glaube ich, das siebte Jahr in Folge, wo wir das schon machen, wo ich das mache. Immer wieder gibt es Höhen, immer wieder gibt es Tiefen, aber ihr werdet mich nicht los irgendwie. Jetzt habt ihr eine gute Alternative mit dem TNM gefunden. Sobald das VBT keinen Strich durch die Rechnung gemacht hat, kommt jetzt das TNM. Aber am Anfang läuft das NHR ja immer richtig gut. Es sind auch viele interessante Paarungen immer dabei, interessante Leute, die im Laufe des Turniers meistens dann abspringen. Aber ich möchte mir nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, mache auch dieses Jahr wieder ganz traditionell ein NHR-Battle-Turnier. Wenn ihr dabei sein wollt, ich stehe hier für mit meinem Namen, also ich heiße jetzt nicht Mr. NHR oder so oder keine Ahnung, aber ich kenne es ja bei so vielen kleineren Turnieren, wo immer groß irgendwas gemacht wird, Teilnehmer rangeholt, dann wird das irgendwann mittendrin einfach abgebrochen, der Veranstalter hat keine Lust mehr, hat persönliche Probleme, greift zum Alkohol, zum Schnaps. Das mache ich ja vorher schon und in dem Zustand veranstalte ich trotzdem immer ein Battle-Turnier, was bis zum Schluss durchgezogen wird. Manchmal machen die Juryleute ein bisschen einen Strich durch die Rechnung, manchmal die Teilnehmer selber, aber auf eins könnt ihr euch verlassen, das NHR, das ist beständig und das zieht auf jeden Fall durch, selbst wenn die Welt untergeht und ich die letzten drei Worte sagen kann, würde ich noch den Gewinner bestimmen von einem ausstehenden Battle. Jetzt aber ans Eingemachte. Der Marius hat ja die ganze Zeit schon vorgeschlagen, wir können ja mal so ein Elite-Battle machen, ein Elite-NHR, wo wirklich die Besten der Besten einfach eingeladen werden und teilnehmen. Aber ich lade eigentlich sowieso jedes Jahr immer alle ein, die bisher teilgenommen haben, beziehungsweise informiere die, dass es wieder ein NHR-Battle gibt. Dieses Jahr weiß ich nicht, ob ich das wieder so mache oder einfach mal guck, wer kommt denn von sich aus freiwillig zum NHR-Battle, macht mit und hat wirklich Bock. Weil andere denken sich, naja gut, reiche ich halt mal was ein und erste Runde reichen sie dann schon nichts mehr ein, weil sie, weiß ich nicht, weil da fehlen einfach die Hummeln im Hintern, sage ich mal. Dieses Jahr wird sicherlich einiges anders laufen, ich überlege auch gerade, ob ich vielleicht nicht wieder komplett alleine Jury mache und das einfach so, wie ich das sehe, das Hand und Fuß hat, mein Turnier, was den Vorteil hat, dass alle, die in der Jury sind, natürlich jetzt auch wieder Teilnehmer sein können. Denn ich würde mich besonders freuen, einen Maze Master nochmal zu sehen, einen Crazy O nochmal zu sehen, einen Luki nochmal zu sehen, einen Romantik nochmal zu sehen, der das Ding ja schon zweimal gewonnen hat, Maze Master einmal gewonnen, Crazy O auch einer, der im Finale mit dabei stand und oder im Cognitro, also illegal, auch richtig Tyler Boy. Auf jeden Fall sind da so viele krasse Leute dabei, die dann ihr können, wieder unter Beweis stellen können, denn die bekommen immer beim Bewerten Hummeln im Hintern, wollen dann mitmachen. Da die pennt schon wieder, das ist eine gute Sache. Was müsst ihr machen, um mitzumachen? Bisher war es immer so, Qualifrist war immer vom 1. Januar bis zum 31. Januar, wird diesmal auch so sein. Ihr habt also ab heute, ab dem Moment, wo ihr das Video seht, die Möglichkeit, mir eure Runde zu schicken. Macht eine Qualifikation, achtet darauf, dass ihr könnt eigene Beats nehmen, ihr könnt Beats von Rappers in nehmen, ihr könnt Free Beats von YouTube nehmen, ihr solltet gegen keine Rechte verletzen, denn wenn eure Runde gesperrt wird, weil ihr einfach einen Bushido Beat nehmt, dann seid ihr damit disqualifiziert, seid raus, sonst mache ich da eigentlich keine großen Vorgaben. Also sucht euch einen Beat, der euch gefällt, präsentiert euch ein bisschen in der Quali, ihr könnt meinetwegen auch eine alte Quali von einem anderen Turnier einreichen oder so, oder ihr reicht einfach ein Lied ein. Schön wäre es, wenn man eben was von euch da hat, was man sich angucken kann, wo man euch vielleicht auch sieht, wo Gleichberechtigung herrscht. Es werden auf jeden Fall keine Standbilder akzeptiert. Das sind auf jeden Fall bei Video, ist das ja immer so, ich nehme eine MP3, mache ein Bild dazu, reicht das als Video ein, das geht nicht. Ihr solltet mindestens 16 Bars haben, eine Hook wäre wünschenswert, ist aber nicht notwendig, macht aber im Gesamtpaket einfach mehr. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich vielleicht, wenn ich alleine bewerte, mir ein paar Kategorien einführe, wo auch Video einen Punkt wert wäre, um den Leuten mal ein bisschen in den Arsch zu treten, dass sie ein bisschen doch Wert drauf legen, ein wenigstens normales Video zu machen. Wir sind kein VBT, immer noch nicht. Hier werden auch keine Silben gezählt, dass man sagt, boah, der hat 10-silbige Reime, der hat 20-silbige Reime, also kriegt der erstmal einen Punkt für Technik. Und hier ist es immer noch so, wie es immer war. Ihr könnt auch mit Haus-Maus-Rap Punkte abholen, ihr könnt den Gegner plätten,
wenn das stimmig ist, wenn das gut klingt, wenn man sich das gut geben kann, wenn das einfach zum Mitnicken einlädt, wenn der Eindruck aufkommt, dass ihr den Gegner durch den Kakao gezogen habt, wenn ihr Gegnerbezug und Punches habt, die müssen nicht technisch sonst was sein, die müssen einfach nur irgendwo unterhaltend sein, die müssen treffen, die müssen vernichten, die müssen den Gegner bloßstellen. Viele Leute haben gesagt, sie wissen schon gar nicht mehr, um was es beim NHR einfach geht. Manche sagen, das ist doch kein Battle-Turnier, das ist doch einfach nur ein Unterhaltungs-Battle. Also es geht nicht um Punches, es geht nicht um Gegnerbezug, aber damit stehen die komplett falsch. Denn es ist doch kein Unterhaltungs-Battle, ich habe doch trotzdem einen Gegner. Ich soll den Gegner battlen, aber auf eine unterhaltsame Art und Weise. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Und man kann eben mit einem guten Text, mit gutem Inhalt, gutem Bezug, lustigen Punches unterhalten. Klar ist es irgendwo unterhalten, wenn ihr euch ein rosa Tütü anzieht und vom Hochhaus springt, euch vorher noch anzündet. Aber damit kriegt ihr keine Punkte. Da fehlt nämlich der Gegnerbezug, da fehlen die Punches und ihr könntet höchstens einen Videopunkt kriegen, wenn ihr euch halt selber filmt und der Gegner einfach nur den Fußboden filmt bei seiner Runde. Dann habt ihr euch mehr Mühe gegeben und würdet vielleicht einen Videopunkt bekommen. Ich zähle aber jetzt auch bei Video nicht jeden Pixel einzeln und sage, okay, der hat HD und der hat Full HD, deswegen kriegt der den Punkt. Der hat 2 Schnitte mehr als der andere in seinem Video, deshalb kriegt der den Punkt. Aber vielleicht wäre es an der Zeit, doch mal ein bisschen mehr Wert auf Video zu legen. Und es sind wirklich Leute dabei, die tun da irgendwelche Hollywood-Produktionen auffahren und verlieren dann gegen irgendeinen gammeligen Rotztyp, wo sie dann auch ein bisschen gefrustet sind und sagen, warum soll ich mir denn noch Mühe geben? Warum soll ich denn überhaupt irgendwas Besonderes machen, wenn das eh nicht zählt und eh nicht gewertet wird? Klar soll es nicht darum gehen, wer das schönste Video hat, kommt weiter, dass irgendwelche Lappen sich irgendeinen Dude holen, der eine gute Kamera hat und dann kommen die nur weiter, weil das Video gut aussieht. So soll es auch nicht laufen, aber es wäre schön, wenn manche einfach ein ansehnlicheres Video, was eben auch zur Unterhaltung dienen kann, was die Runde eben nochmal im Gesamtpaket etwas aufwertet, wenn das gegeben wäre. Ihr habt also Zeit, vom 01.01. bis zum 31.01. eure Qualifikation zu machen, einzuschicken. Die könnt ihr mir per Facebook schicken. Ja, stehen ja alles drunter. Also mein Privatprofil steht da, die NHR-Battle-Seite steht da. Da könnt ihr das hinschicken, wer im Discord ist. Links stehen auch unten, der kann mir auch im Discord den Link schicken. Ladet das Ganze am besten auf WeTransfer hoch. Wenn ihr schlau seid, schickt ihr auch euren Text dazu. Wenn ich den nämlich in die Beschreibung packen kann, kann man auch als Zuschauer nachvollziehen, nochmal ganz genau, wenn man manches vielleicht nicht versteht, was ist der Text gewesen, was hat er da. Für mich ist es beim Bewerten noch einfacher, was zu zitieren oder zu zeigen. Und wie gesagt, macht eine Qualifikation, mindestens 16 Bars, schickt die dann an mich. Ihr braucht bei WeTransfer auch keine E-Mail-Adresse, ihr könnt das Fenster umstellen bei der Rosette und könnt Link auswählen, dann habt ihr direkt einen Download-Link, den ihr irgendwie mir zukommen lasst. Ihr könnt natürlich auch andere komische Seiten nehmen, die einen immer zuspammen und man 1000 Captchas ausfüllen muss. WeTransfer wäre aber das Beste, obwohl die ja auch nur bis 2 GB geht und manche schicken aber schon 10 GB runden. Schickt auf jeden Fall was. Eine Runde über WeTransfer an mein Facebook-Profil, an meine Facebook-Seite, über Discord. Irgendwie lasst mir das zukommen, ich lade das hoch. Ich werde versuchen, die Nice will mich da ein bisschen beraten, will mir da helfen, auch dieses Jahr Bewertungsstreams zu machen. Denn ich habe es ja bisher immer so gemacht, dass ich mir die Runden nie angeguckt habe. Erst wenn ich bewertet habe, habe ich das erste Mal die Runden gesehen. Und jetzt wäre es eine schöne Sache, wenn wir zusammen uns die Runden angucken könnten, wenn ich bewerte, dass ich einfach diese Reaktion drauf habe, wenn ich das erste Mal die Runde sehe, den ersten Eindruck von der Runde habe, mich wirklich damit beschäftige, vorher nicht wusste, was auf mich zukommt, da direkt bewerte und sage, wer mir besser gefällt, was besser ist, das vergleiche und in den Qualifikationen vielleicht auch, immer wenn so 10 Stück zusammen ist, dass man macht Let's Watch NHR Battle, eine Folge und guckt sich einfach die ersten 10 Qualis an, mit euch zusammen, da könnt ihr auch mit mir schreiben oder auch nicht, ich sehe es ja eh nicht, wenn ihr da was schreiben würdet, weil ich habe ja keine Brille auf, ja, das ist ja wieder mal, ne, ach. Auf jeden Fall, weiß ich nicht, was gibt's noch, ihr könnt solo mitmachen, ihr könnt als Team mitmachen, ihr könnt als Crew mitmachen, wie gesagt, Video ist Pflicht,
kein Standbild. Video muss aber keine Hollywood-Produktion sein. Ihr solltet irgendwo gut klingen, die Mische vielleicht irgendwo ein bisschen annehmbar sein. Ihr solltet auf jeden Fall viel Wert auf Inhalt eures Textes legen. Nicht einfach so, ja, ich bin der Beste, denn ich bin besser als du. Das ist kein Punch, das ist scheiße. Wenn jemand kommt so, ja, du machst Welle wie Ramses im Freibad. Hohoho. Das ist auf jeden Fall lustig, ja, als das Erste. Aber gibt's auf jeden Fall noch sinnvollere Sachen. So, ja. Also macht Video 16 Bars, WeTransfer, schickt das, WeTransfer, schickt das, keine Ahnung, Preise sage ich jetzt nicht, ist nämlich uninteressant. Ihr sollt mitmachen, weil ihr Bock habt und weil das schön ist, hier mitzumachen und das Spaß macht und nicht, weil ihr Geld wollt oder so. Seit wann muss denn immer alles entlohnt werden? Seid ihr denn verrückt? Seid ihr völlig geisteskrank? Außerdem fertige ich schon seit 10 Jahren diese tollen NHR-Pullover an, die keiner kennt und keiner sieht und keiner weiß. Aber wenn Prime irgendwann kommt und seinen Pullover bekommt im Interview, dann seht ihr den ja vielleicht auch. Das gibt's ja dann auch noch irgendwann dieses Jahr. Und ja, macht also mit, wenn ihr Bock habt, wenn ihr ein Turnier sucht, wo es fair zugeht, wo ihr einen kompetenten Veranstalter habt, der immer seine Körperbehaarung zeigt in den Auslosungsvideos, dann kommt zum NHR-Battle, macht hier mit, lasst euch bewerten, schickt eure Videos, schickt eure Runden, lasst uns eine tolle Zeit haben mit Unterhaltung, Entertainment, alles Mögliche, ne? Guck hier, Entertainment, also richtig genial. Falls noch irgendwelche Fragen sind, schreibt es einfach unter das Video. Falls ihr noch irgendwelche Kritiken äußern wollt, schreibt es unter das Video. Wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, schreibt es unter das Video. Was wünscht ihr euch für das NHR Battle 2020? Schreibt es in die Kommentare. So, das war's aber jetzt von meiner Seite aus, hoffe ich. Ich werde mal gucken, ich werde es einfach heute versuchen hochzuladen. Ich werde es erstmal nicht so großartig teilen. Vielleicht setze ich mich trotzdem wieder hin und werde hier 10 Millionen Leute einladen, dass es eben richtig genial wird. So, aber mal schauen. Entweder gibt es Jury, eine kleinere, oder es gibt einfach nur mich als Jury mit Bewertungsstreams. Das muss ich mir noch überlegen. Vielleicht machen wir Kategorien, muss ich mir noch überlegen. Das ist noch ein bisschen in der Planung, aber ihr könnt schon mal teilnehmen, ihr könnt schon mal eure Runden einreichen und jeder hat hier seinen Platz, jeder wird angenommen, jeder darf mitmachen. Wir sortieren vorher nicht aus, selbst wenn es jetzt wieder 160 Leute sind oder so, keine Ahnung. Ihr dürft alle mitmachen, ihr habt eure Plattform hier, ihr werdet bewertet, ihr werdet dadurch irgendwo vielleicht auch ein bisschen supportet, ihr habt die Plattform, um euch zu präsentieren, nutzt also die Gelegenheit und ja, das war's von meiner Seite aus, wir sehen uns im Battle, bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses. Blutsport, Blutsport, ab heute begeh ich Rufmord, hier nicht mit Weihnachtscode.